Zu mir wird an Halloween immer gesagt, hey, krasses Kostüm. Ich antworte, welches Kostüm? Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Haki hier. Herzlich willkommen bei der 17. Folge von Sag doch mal. Falls du die letzte Folge verpasst hast und dich fragst, was ist das für ein fetter neuer Intro-Song, alle Infos dazu habe ich letzte Woche rausgehauen, also check auf jeden Fall den Link zum Video in der Endcard oder in der Videobeschreibung. Passend zum 31. Oktober in dieser Woche habe ich euch in der letzten Folge gefragt, was ist das verrückteste Halloween-Outfit aller Zeiten? Hier sind eure besten Kommentare. Ein Lehrer, vor denen haben doch alle Angst. Ich glaub du ganz besonders. Ein alter Mann mit Shotgun, der auf Kinder schießt. Oh no, I can see them. They're coming. The Haki Shirt comments. Ein Haki Shirt. Mit Blut drauf. Ich habe mir mal aus Klebeband ein Namensschild mit dem Namen meines Freundes drauf gemacht und eher andersrum. Da habe ich mich schon richtig crazy drauf gefühlt. Ein T-Shirt, wo Halloween-Outfit drauf geschrieben wurde. Ich würde als Badewanne gehen, mich in eine Ecke setzen und mich volllaufen lassen. Shia LaBeouf. Wenn die Person, bei der du geklingelt hast, dir dann Süßigkeiten verweigert, kannst du sie so lange mit Do it! Anschreien, bis sie nachlässt. Just do it! Deine Mutter. Bevor du das vorliest, musst du noch sagen, und zuletzt die lustigste und kreativste Antwort. Oh, das habe ich jetzt verpatzt. Dougie B. ungeschminkt. Vielleicht nicht verrückt, aber gruselig. Ein ganz normales Outfit. Aber ich halte ein Coca-Cola-Glas in der Hand, in dem sich Pepsi befindet. Diabolisch. Warte kurz, ich suche mal auf Google. Das ist jetzt überraschend. Man braucht keine Outfits, einfach anklingeln und abhauen. Und wo bekommst du dann deine Süßigkeiten her? Ein Mensch, der so schön ist, aber im Inneren ein Arschloch ist, Kostüm. Komplett rosa anziehen und schminken. Ich gehe als Zuckerwatte. Die beste Verkleidung ist auf jeden Fall ein Adler. Aus Gründen, die hier nicht genannt werden. Warum soll ich mir ein Outfit besorgen, wenn es im Supermarkt viel mehr Süßes gibt? Verkleiden? Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Eine Hitler-Krankenschwester, Mumien-Cowboy-Elfenprinzessin. Ein Marcel-Davis-Kostüm. Man geht dann von Tür zu Tür und erschreckt die Leute mit dem schlechten Kundenservice von 1&1. Das verrückteste Kostüm wäre ein Weihnachtsmann-Kostüm, weil Tannen... Hashtag Unexpected Plot Twist. Ein Bettlaken mit Kucklöchern. Ich zitter schon vor Angst. Ich fahre nach Dortmund und ziehe mir ein Bayern-Trikot an. Wird auch reichen, dass alle wegrennen. Oder du wirst vergewaltigt. Ich ziehe Schuhe von Zalando an. Dann schreien alle. Ich würde mir ein Bibi-Kostüm anziehen und an jeder Haustür Süßes, sonst gibt's Produktplatzierung sagen. Ein Streichholz. Nur ausziehen. Rot wird der Kopf von alleine. Na, das ist doch mal innovativ. Ich an einem verkaterten Morgen. Zu mir wird an Halloween immer gesagt, hey, krasses Kostüm. Ich antworte, welches Kostüm? Man müsste ein Hans-Entertainment-Kostüm haben. Dieses grottenhässliche Bild über dem Waschbecken. Meine Mutter sagt zwar, das ist ein Spiegel, aber wie kann ein Spiegel so hässlich sein? Das verrückteste Halloween-Outfit? Blutüberströmter Monster-Tampon mit Weltherrschaftsplänen. Das macht mir jetzt irgendwie schon ein bisschen Angst. Ein bayerischer Kollege. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt doch kurz auf den süßen Daumen nach oben. Sonst gibt's Saures von Shia LaBeouf. Just do it! Wenn ihr übrigens mal wissen wollt, wo das mit dem Süßen und Sauren herkommt oder warum es Halloween überhaupt gibt, guckt euch mal mein Faktenvideo dazu an, was ich letztes Jahr rausgebracht habe. Da gibt's einige interessante Infos rund um das Gruselfest. Link ist gleich in der Endcard und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Weiter geht's zur nächsten Frage. Sag doch mal, was würdest du als erstes machen, wenn du plötzlich Millionär wärst? Schreib mir deine lustige und kreative Antwort in die Kommentare und vielleicht bist du dann in der nächsten Folge von Sag doch mal. In der Endcard kommt ihr Links zur letzten Folge Sag doch mal, inklusive den Infos zu meinem neuen Intro-Song und rechts zu meinem Faktenvideo über Halloween. Folgt mir bei Twitter, Instagram und Facebook, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder bei einer neuen Folge von Sag doch mal. Haut da rein, euer Haki.